Diese Einführung hier erfolgt ohne die Nutzung des sogenannten Differentialquotienten, da er in der Praxis eigentlich nicht genutzt wird, sondern man nur mit Regeln rechnet. Und aus diesem Grund werde ich ihn hier auch nicht mehr weiter betrachten. Worum geht es da? Nur ganz schnell für diejenigen, die es interessiert. Man kann eine Steigung betrachten zwischen zwei Punkten. Dazwischen liegt die Steigung. Und wenn man jetzt den einen Punkt sozusagen immer dichter auf den anderen schiebt, dann kriegt man einen Grenzwert heraus. Und diesen Grenzwert, den nennt man dann den Differentialquotienten und kann diesen berechnen. Da das aber, wie gesagt, in der Praxis nicht genutzt wird, werde ich mich auf die wesentlichen Regeln in diesem Kurs hier beschränken. In der Literatur sind unterschiedliche Bezeichnungen für die erste Ableitung einer Funktion f von x, nenne ich sie allgemein mal hier gebräuchlich. Das könnte sein f' von x, y' von x, df nach dx, das ist so eine wissenschaftliche, oder die y nach dx Bezeichnung. Man kann natürlich auch das d nach dx vor das f von x setzen. Die Liste ist nicht vollständig, hier gibt es noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, solche Ableitungen zu kennzeichnen. Ableitungen, wie gesagt, lassen sich mit Hilfe weniger, zum Teil recht einfacher Regeln bestimmen. In diesem Video geht es um die Ableitungen der Grundfunktionen. Da ist zunächst mal die einfachste Grundfunktion die konstante Funktion f von x gleich c. Da es sich ja hier um eine Steigung handelt, die man mit der Ableitung ja angibt, und die konstante Funktion nichts anderes ist als eine gerade Linie über der x-Achse, so hat sie keine Steigung. Deshalb ist auch ihre Ableitung nichts anderes als 0. Leider ist es nicht ganz so einfach bei den Potenzfunktionen, denn die Potenzfunktionen sehen alle ein ganz klein wenig anders aus. So ist die Funktion x² ja eine Parabel. Aber man kann auch jede beliebige Potenzfunktion, alles was x hoch n ist, dabei kann das n eine reelle Zahl sein, nutzen. Und die Ableitungsfunktion ist immer n, also der Exponent, wird multipliziert mit x hoch n minus 1. Das heißt also, von dem Exponenten wird einer abgezogen und der Exponent selber wird multiplikativ nach vorne davor verknüpft. Letztendlich nicht schwierig. Einige Beispiele zur Verdeutlichung dazu. Wenn ich x habe, dann ist das ja nichts anderes als x hoch 1. Und wenn ich da jetzt konsequent die Ableitungsregel ansetze, ist das 1 mal x hoch 1 minus 1, also 1 mal x hoch 0. Und x hoch 0 ist 1, also 1 mal 1. Und damit ist es 1. Für x hoch 3 sieht die Sache dann so aus. Die 3 kommt davor. Von der 3 wird 1 abgezogen, also ist das 3x². Das Malzeichen kann man natürlich weglassen. Wenn man p von t mit t gleich t hoch 2016 hat, dann ist die Ableitung, Sie ahnen es jetzt schon, 2016 mal t hoch 2015. Diesen Spaß kann man natürlich auch mit verschiedenen anderen Funktionen machen, wo man nicht sofort den Exponenten sieht. Aber wenn man die Exponentenrechenregeln aus den vorhergehenden Videos noch im Kopf hat, so weiß man, dass 1 durch etwas immer ein Minuszeichen gibt, wenn man es ohne Divisionszeichen schreiben möchte. Und jetzt haben wir hier a hoch minus 6, das ist wieder ein Exponent, wenn ich das ableiten möchte. Exponent davor mal a hoch minus 6 minus 1, also ist das minus 6 mal a hoch minus 7. Und manchmal finden Sie in Lösungsbüchern minus 6 a hoch 7 als Ergebnis. Jetzt wissen Sie auch, warum man so dringend die Exponentenrechnung braucht. Auch hier, Sie wissen es, die Wurzel lässt sich als hoch 1/2 schreiben. Ups, das ist nicht a, sondern c. Dann ist b, auch ein a hin, b' von c nichts anderes als 1/2 Exponent davor, c hoch minus 1/2, denn 1/2 minus 1 ist minus 1/2,
Also ist das 1 durch 2 Wurzel c. Hier haben wir nochmal wieder eine Funktion in x. 1 durch dritte Wurzel x hoch 7 lässt sich schreiben als erstmal x hoch 7 Drittel und weil es im Nenner ist, ein Minuszeichen davor. Jetzt können wir wieder unsere Regel nehmen. F' von x, erstmal die minus 7 Drittel ganz stur davor. X hoch minus 7 Drittel minus 1. Und jetzt kann man das in Taschenrechner eintippen. Und dann kommt man auf 10 Drittel. Also minus 7 Drittel x hoch minus 10 Drittel. Was man natürlich auch wieder in Wurzelschreibweise schreiben kann. Und dann würde das Ganze eben halt minus, oben im Nenner bleibt einzig im Zähler bleibt einzig die 7 stehen und unten hätte man 3 mal dritte Wurzel x hoch 10. Als letztes nochmal x hoch ln 3. ln 3 ist eine Konstante, also auch hier kann man einfach den ln 3 davor schreiben mal x hoch ln 3 minus 1 und das hier oben ist eine ziemlich kruppelige Zahl. Deswegen lässt man das dann so da stehen. Zwei weitere wichtige Funktionen sind noch die Exponentialfunktion e hoch x und die Logarithmusfunktion ln x, von denen man die Ableitung kennen sollte. Die Ableitung ist ja wieder die Steigung. Wenn man sich e hoch x anguckt, haben wir erstmal hier eine langsame Steigung, so wie die Funktion. Dann steigt die Steigung schneller, immer schneller, immer schneller. Und die einzige Funktion, die dieses abbildet, ist die e-Funktion selber. Also ist die Ableitung der e-Funktion zufällig wieder die e-Funktion selber. Die Logarithmusfunktion hat eine etwas andere Ableitung, ist leider nicht die Logarithmusfunktion selber, sondern am Anfang fällt die Steigung sehr stark. Das heißt, wenn man sich das hier anguckt, es fällt und fällt und fällt und dann irgendwann wird das immer flacher, es hört nie ganz auf. Und diese Funktion, die das abbildet, ist gerade die Funktion 1 durch x. Das heißt, hier haben Sie jetzt die beiden Ableitungen, einmal für die Exponentialfunktion und einmal für die Logarithmusfunktion.